ganzen Absicherungen hier müssen über die ganze Mine verteilt gemacht werden. Das ist natürlich sehr viel Arbeit, aber es muss halt gemacht werden, da gesprengt wird. Also das ist der letzte Platz, wo sie hier abgebaut haben, wo hier sehr massive Wehensysteme zu sehen sind. Und hier, da werden wir auch dementsprechend auch in naher Zukunft auch wieder mit dem Abbau beginnen. Also hier kann man die massiven Sulfidenadern sehen. Die sind massiv, die werden so 10 Gramm laufen und dazwischen sind dann alles dann nichts und dann kommen wieder kleine Adern und insgesamt eine abbaubare sagen wir mal, Zone von ungefähr 2 Meter. Der neue Tunnel, der East Portal Tunnel, ist 5x5 Meter und ist dazu eine genügende Größe, um 20 Tonnen LKWs hier runterzufahren und mit Erz zu beladen. Das ist Minimum 4000 Meter Tunnel. Und der Meter kostet ungefähr zwischen 3.500 und 6.000 Dollar zu schlagen. Das ist natürlich alles, was wir mitgeerbt haben mit dem Kauf dieses Projekts. Und jetzt das ist Geld, das wir nicht ausgeben brauchen.